So, dann schauen wir uns jetzt mal kurz um. Wir haben hier jede Menge Beute, die wir verkaufen wollen. Hier oben war auf jeden Fall ein Waffenhändler, aber der war ziemlich geizig. Also sollten wir uns ein bisschen umgucken, ob es da nicht noch andere gibt. Und zwar war hier rum und hier irgendwo auch zumindest ein Händler. Gucken wir, was für einer. Und das ist eine Krämerin. Bei ihr waren wir, glaube ich, auch schon. Also gut, da ist eine Krämerin, da ist ein Waffenhändler. Da ist die Zwingfeste. Gucken wir mal dahin. Einfach rechts an der Wand lang. Ah, Grollo, Sohn des Gumblatt. Hallo, Grollo. Hinter einem Tresen steht eine Frau. Also wohl Grollos Frau, die so lang und schlank ist wie das Florett, das sie gerade poliert. Als ihr euch bemerkt, lässt sie die Klinge einmal durch die Luft pfeifen und sagt: Eine erstklassige Waffe. Aber alle meine Stücke sind erstklassig. Ja, das kennen wir schon, den Spruch. Eure Klinge sind so geschliffen wie die Rede. Es ist eure Ware, die uns so entzückt. Schön. Somit sind die Schmeicheleien aus dem Weg. Wir würden gerne verkaufen. Angefangen mit Gwendolyn. Was hat sie denn zu verkaufen? Sie hat das Hemd. Und das war's schon. Okay, da feilschen wir auch mal gar nicht. Wer hat denn noch was? Tirik hat die Skraja, die sollte er auch eigentlich in die Hand nehmen, da sein Axtskill ja höher ist als der Hiebwaffen. Hast du noch etwas? Alkohol, aber den will er hier nicht kaufen, beziehungsweise sie. Und der Zaubertrank sollte eigentlich noch zu den Zauberern. Hier haben wir was. Den Dolch haben wir als Notreserve, auch wenn ein Dolch nicht wirklich eine gute Waffe für einen Krieger ist. Ah, besser als nix und der wiegt nicht viel. Die Rapiere können weg. Ah, die Skra, ja. Ne, kann auch weg. So, da feilschen wir jetzt aber mal. Und wir hätten gerne 30%. Und da es eine Frau ist, probieren wir mal Tyrix Charme spielen zu lassen. Hier habt ihr das Geld. Na also, das ist doch gleich wesentlich angenehmer als bei dem komischen Kerl da oben, der sogar bei 10% angefangen hat zu meckern. Das geht ja gar nicht. So, 28 Dukaten. Sehr schön. Wir haben jetzt schon 65 Stück. Gucken wir mal, wie viel das noch werden. Den Speer soll sie behalten, das Messer kann weg. Und die Skraja kann weg. Probieren wir das Ganze gleich nochmal. Wieder 30%, wieder Tirik. Und sie macht's schon wieder. Wir sollten gleich mal 40 probieren. Also Yalin hat ihr Rapier für den Nahkampf, den Langbogen für den Fernkampf. Das heißt, das kann weg. Und sonst hat sie nichts. Nee, da falschen wir nicht. Man muss es ja nicht übertreiben, ne? So, Talana hat jede Menge Schnaps. Und ein Dolch. Ja, okay, der kann auch weg. Ich hätte eigentlich gedacht, dass wir ein bisschen mehr Zeug hätten. Aber gut, verabschieden wir uns und gucken uns mal so das Inventar an. Der Schnaps kann weg. Da könnten wir uns jetzt mal bei der Krämerin umgucken, ob die den aufkauft. Weil sonst könnten wir das nicht wirklich gebrauchen. Allgemein kann man Alkohol auch benutzen für Alchemie. Aber die Alchemie ist nicht so ausgeprägt hier. Jedenfalls habe ich sie nicht wirklich viel benutzt, als ich früher gespielt habe. Und wenn wir so weit, dass wir Alchemie richtig betreiben können, dann haben wir auch das Geld, um uns einfach so neuen Schnaps zu kaufen. Also ja, wir gehen gleich zur Krämerin, verkaufen den Schnaps. Und sonst sieht das sehr gut aus mit dem Inventar. Also wir sind zwar überladen, weil wir alle recht viel Essen dabei haben. Aber sobald wir uns später nach Felsdane auf den Weg machen, werden wir das auch brauchen. Nö, sonst haben wir nichts. Eine Krämerin war wieder hier um die Ecke. Also merken. Zwingfeste, der Hetman, Mühle, irgendein Turm, Waffenhändler, Krämer. Und hier unten ist der Hafen. Ja, so langsam können wir uns auch merken, wo die Sachen sind. Ups, falsche Tür. Bitte versteht mich nicht falsch. Aber habt ihr keine dringenden Dinge dort draußen zu tun?
Mein Cousin sagte mir, dass ein Straßenhändler sagte, dass dessen Schwiegermutter sagte, dass die Orks schon eine kleine Heldentruppe, die die Schicksalsklinge suchte, töteten. Okay. Vielen Dank für die Information. Eigentlich wollten wir nur zum Krämer. So, verkaufen. Talana. Ein Silberling pro Schnapsflasche. Na gut. Wer den Silberling nicht ehrt, ist den Dukaten nicht wert. Da falsch bin ich. So, und warum hat Talana das Seil und nicht Tirik? Achso, der hatte keinen Platz mehr, ne? Na komm, das Bier muss auch weg. Tut mir leid, kleiner Zwerg. Nicht falschen, weg damit. Theoretisch könnten wir auch das Essen verkaufen und uns unten neu eindecken. Aber das wäre doch ein wenig albern. Die Vorräte gehören ja auch zur Zwingfeste. Da sollten wir also nichts nehmen, was wir auch nicht wirklich brauchen. So, das Werkzeug brauchen wir alles. Die hier brauchen wir auf jeden Fall. Nö, gut, raus hier. So, jetzt sollten wir uns ein Gasthaus suchen, um ein, zwei Tage zu schlafen. Ja, wir sollten eigentlich nicht so viele Tage verschwenden, denn die Orks kommen hier irgendwann. Wie machen wir das am besten? Wir probieren erstmal noch so Heilung anzuwenden. Auch wenn das die letzten Male nicht wirklich gut geklappt hat. Erstmal bei Gwendolyn. Nee. Na gut, dann halt bei Tirik. Oh, 6 Lebenspunkte, na also. Wer war noch verletzt? Yalin selber und Talana. Na gut. Da, Talent anwenden. Icon unten, Talana. Das ist noch nicht lang genug her. Und Myrim kann mal bei Yalin das versuchen. Und 3 Lebenspunkte. Ja, doch, ein bisschen was hat's gebracht. Wir müssen jetzt halt in den nächsten Kämpfen nur darauf achten, dass Gwendolyn und Talana nicht zu viel abbekommen. Und so können wir uns jetzt sparen mit einem Tavernenaufenthalt. Also gleich wieder runter. Ja, wir sind bereit. Dann wollen wir uns doch mal neu durchwuseln. Hier rechts rum. Und dann links rum. Links rum. Und hier war die Geheimwand und da ging es runter. So, hier hatten wir schon angefangen uns umzusehen und sind immer auf so einzelne Patrouillen gestoßen. Gucken wir nochmal hier. Hier war nichts. Eine verschlossene Tür, die lasse ich auch erstmal verschlossen. Oh, und ein Geheimgang. Ist hier noch irgendwas? Nein. Gucken wir jetzt erstmal hier weiter oder öffnen wir die Tür? Denn es wäre nicht so schön, wenn wir uns jetzt hier umgucken und da die ganzen Räuber rauslaufen und uns in den Rücken fallen. Komm, machen wir die Tür auf. Oh. Erstmal noch ein kurzer Kampf. Und natürlich sofort auf Gwendolyn. Gwendolyn, weg da. Tirik, ran da. So, und gleich eins auf die Mütze. Aggressiv. Denn es ist eh nur einer, der dürfte gleich fallen. So, wo ist Gerugan? Da. Ah, kann nicht mehr zuhauen, schade. Ja, die Elfen können auch mal ran. Wohl, hast du deinen Bogen gerade in der Hand? Nee, jetzt aber. Dann kannst du ihm gleich wieder in den Rücken schießen. Und du gehst mal ein bisschen in Deckung. Abwarten. Und du gehst hinter ihn. Ah, noch ein Schritt. Dahin. So, und jetzt auf ihn. Gerugan und Tirik prügeln schön drauf ein und die Elfen schießen schön in Rücke und Seite, wie sich das gehört. Angriff. Und zing. Wenn das jetzt ein guter Treffer wird, müsste er schon fliehen. Oh, sie hat gar nicht ihren Bogen in der Hand. Wo ist ihr Bogen? Ups. Na gut, jetzt aber. Ah, das war ein ordentlicher. Gucken wir mal. Sichern und gleich nochmal schießen. Sehr schön.
schon, erledige ihn, bevor er wegläuft. Wir brauchen die Erfahrungspunkte. Ah, hält ganz schön viel aus, der Kerl. Das ist doch ein normaler Räuber, oder? Ja, ist kein Anführer. Sehr schön. Skaya kommt mit Rest bleibt liegen und eine Dukate, 4 Silbermünzen. Für einen einzelnen kleinen Räuber. Na gut. Können wir Gwennen jetzt neu versorgen? Weil sie hat ja eigentlich neue Wunden davon getragen. Nee. Es kommt wohl nur auf den Heilversuch an sich an. Schade. Da sollten wir vielleicht ein wenig Mana aufwenden. Astralenergie. Ah, ich verwechsel das immer. Ein wenig Astralenergie aufwenden, um sie zu heilen. Balsam. Gwendolyn. Nehmen wir mal 10. So, jetzt hat Yalen zwar keine Astralenergie mehr, aber dafür sieht das hier schon besser aus. Solange wir jetzt auf keine sehr große Gruppe von Räubern stoßen, ist alles gut. Einmal knacken, bitte. Ah, sieht noch aus wie ein Lagerraum. Oh, Kisten. Und hier treiben sich doch bestimmt eine Menge Räuber rum, oder? Nee, sehr schön. Die Truhe muss irgendwie geschützt sein. Gwendolyn wurde leicht verletzt. Autsch. Probieren wir mal ein Foramen, ein Öffnungszauber. Das war Bewegung? Scheint nichts gemacht zu haben. Probieren wir es nochmal. Veränderung. Ups, nee, Bewegung war's. Stellen wir sie an die erste Stelle. Vielleicht muss sie ja da sein zum Öffnen. Talana. Bewegung. Foramen. Talana hat keinen Dietrich. Ja, hat sie nicht. Probieren wir es noch ein, zweimal, wollte ich gerade sagen. Das war's aber schon. Wir haben starke Heiltränke. Sehr schön. Kriegsbeil. Das ist doch genau das Richtige für Tirik, oder? Ein Ersatzschwert für Gerugon. Und lauter Säbel zum Verkaufen. Sehr schön. So, ein Kriegsbeil. Tirik. Tirik kann immer noch nichts tragen. Dann kommt die Keule mal weg. Oh, er kann auch nichts mehr tragen. Wir sollten echt das Essen wegschmeißen. Aber Talana müsste jetzt hier jede Menge Platz haben, oder? Ja, das schaut gut aus. So, Kriegsbeil darüber. Und noch Tiriks Hammer. Da. Aber wir sollten jetzt nicht schon wieder gleich nach oben rennen, nur wegen ein paar Gegenständen jetzt. Wir sollten hier unten richtig schön aufräumen, dann suchen wir uns die wertvollsten Sachen raus. Und dann machen wir weiter. So, alle haben 5 Bewegungspunkte mindestens. Ja, alle haben genau 5. Schön, schön. Gucken wir uns doch gleich mal die nächste Kiste an. 3 Kurzbrügen, eine Armbrust, jede Menge Bolzen und Pfeile. Nö, das brauchen wir nicht. Also, hier haben wir schon mal alles gesichert. Das heißt, uns kann keiner mehr in den Rücken fallen. Jedenfalls nicht wirklich. Also da runter. Hier war die Geheimwand irgendwo gewesen. Und das sieht nicht aus wie ein Räuber. Stell dich mal dahin. Warten. Du gehst einfach nur weg. Wo ist Mürrim? Ah, die kommt da nicht ordentlich ran. Du stellst dich einfach mal einen Weg. Und du gehst ran da, wie sie das gehört für ein Zwerg. Abwarten. Du gehst mal dahinter. Und du musst jetzt eigentlich an die Seite ran, damit Yalen von der Seite ranschießen kann. Und es ist ein Pirat. Auch nicht schlecht. Was macht ein Pirat hier unten? So, Angriff. Gucken wir mal, wie zäh der ist. So, Yalen, standest du richtig? Ja, standest du. Zack. Oh, ein schöner Treffer. 9 Trefferpunkte. Du machst nichts.
Du rauf da. So, jetzt können wir auch Computerkampf anmachen. Die müssten eigentlich schon alle richtig stehen, dass sie keinen Unsinn machen. Außer Talana vielleicht, die versucht in Nahkampf zu kommen. Also Computerkampf, keine Magie. Ah, der müsste gleich umfallen. Und gut. Schön den Weg für Talana blockiert. Für Talana blockiert. So, Silberschmuck, Skraja, Entermesser kommt alles mit. Und 30 Abenteuerpunkte. Das gab mir eben 5-mal so viel wie für einen normalen Räuber. Dafür muss jetzt aber wieder umsortiert werden. Eine Axt zu ihr. Und das war's schon. Keiner überladen? Nö. Guti, dann speichern wir doch erstmal ab. Spielstand. Speichern. Und 06 sind wir schon. Also bis gleich.